Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt meine Einbauanleitung für den Luftfilterkastendeckel. Ich bin jetzt so weit, dass ich alles fertig konstruiert habe und jetzt auch weiß, was man braucht. Und für alle, die nicht interessiert, die Kinder Scrambler oder Sportsman fahren, 850er oder 1000er, könnt ihr abschalten, guckt irgendwas anderes. Für alle anderen, die es interessiert, vergesst den Daumen hoch nicht. Und dann zeige ich euch erstmal, um was es genau geht. Wir müssen erstmal ans Quad ran. Und zwar müssen wir jetzt hier ran. Das ist bei Scrambler und Sportsman baugleich, der Luftfilterkasten. Und hauptsächlich geht es eigentlich um diesen Deckel. Der ist hier mit einem Gummi gesichert. Den kann man schön nach oben fixieren hier. Und dann nimmt man den raus. Und da ist der Luftfilter drin. Und dann zeige ich euch mal, was da los ist. Und zwar, wenn ihr euch den genau anschaut, seht ihr, dass die Gummidichtung zum Beispiel oben gestückelt ist. Also das ist Meterware, die kann man auch wieder nachkaufen. Aber hier schon der erste Schwachpunkt. Und beim Reinstecken sieht man, dass hier unten der Gummi verknickt wird und auch hier unten undicht ist. Und der sitzt auch nicht gleichmäßig auf. Und wenn man sich dennoch anguckt, dass der Deckel, Fokus, schief ist hier, ja, seht ihr das? Scheiß Autofokus, dichtet der natürlich hier an den Seiten auch nicht ab. Ja. Und der ist überall krumm. Und den werden wir heute ersetzen. So, und hier habe ich jetzt mal aufgelistet, was wir alles brauchen. Also wir fangen erstmal an mit den gedruckten Teilen. Wir haben einmal den Deckel, einmal den Trägerrahmen und einmal eine Schablone für die Dichtung. Die muss auch als erstes, aber das kommen wir schwer drauf hin. Dann brauchen wir noch die Dichtung, die ich auch konstruiert habe. Die müssen natürlich mit weichem Material gedruckt werden, TPU oder TPE. Genauso wie die Schablone hier, die ist auch Gummi, weil wir wollen ja daher die Dichtung wieder rausbekommen. Dann eben die Köpfe für die Schrauben, damit man werkzeuglos den Deckel öffnen kann. Zeige ich euch mal da drüben, ich habe schon hier vorbereitet. Das ist so eine Schraube, Fokus. Ja, ich weiß, ich habe direkt gerne. Da sitzt die Schraube drin, die wird eingeklebt und dann ist hier der Dichtungsring noch dran. Und dann kann man das schön werkzeuglos auf und zu machen. So, dann brauchen wir weiter noch irgendwie ein bisschen Kleber, damit wir das einkleben können. Entweder Sekundenkleber, am besten macht sich natürlich der Gelkleber. Ich habe hier bloß normalen oder eben Uhu-Alleskleber, geht genauso. Dauert bloß länger, er fest ist. Dann brauchen wir 7 Schrauben. Die haben 30 mm lange Gewinde, also 35 sind sie insgesamt lang. Dann brauchen wir nochmal 5 Unterlegscheiben. Die brauchen wir für das Anmontieren, naja, zum Ankleben für den Trägerrahmen, ganz wichtig. Die müssen einen Durchmesser von ungefähr 2 cm haben und müssen auf die Schrauben aufpassen. Dann natürlich die Einbau-Gewindehülsen. Wie gesagt, was alt gebraucht wird, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung, da seht ihr auch nochmal genau, was gebraucht wird. Alternativ gibt es noch eine andere Möglichkeit, kommt später noch im Video. Den passenden Schlüssel dafür, damit wir es auch eindrehen können. Einmal Sikaflex Y21 in schwarz zum Einkleben des Rahmens. Und dann habe ich hier nochmal PCI-Silikon in Anthrazit. Das wird nachher die Dichtung, die wir nachher noch brauchen zum Abdichten. Ja, das ist erstmal alles, was wir brauchen. Und vielleicht noch zum Heißmachen für die Dinger hier, damit wir so eingeklebt kriegen. Gut, dann fangen wir jetzt erstmal an mit den allerwichtigsten. Und zwar die Schablone. Die sollte man als erstes ausdrucken. Und dann zeige ich euch mal genau, was wir mit dieser Schablone da machen. Die Schablone ist ausgedruckt. Sieht nicht schön aus, aber das ist ja nur eine Schablone für die Dichtung, die eigentliche Dichtung, die wir dann brauchen. Die kommt jetzt einfach auf irgendeinen glatten Untergrund. Ich habe hier ein Reststück von so einem Regal. Kommt da drauf. Dann brauchen wir das Silikon. Ich nehme hier Spülmittel, ist auch nicht verkehrt, weil man das ein bisschen an der Hände macht. Und einen alten Zollstock. Ja, ich weiß, es ist ein Gliedermaßstab. Den ordentlich eingeweicht in Spülmittelwasser. Vielleicht noch einen Pinsel. Keine Ahnung, ob er sowas braucht. Und als allererstes machen wir erstmal eine Trennschicht. Wir könnten jetzt mit Spülmittel hier alle einpinseln, ist mir aber zu nass alle. Deswegen nehme ich lieber hier so ein Kettenfett und sprühe einfach erstmal alles schön ein. Das wird nämlich nach einer Weile ein bisschen zähflüssig. Und dann kann man das Silikon drin machen. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen abtrocknen, damit es dick wird. Und dann haben wir genug Trennmittel drauf für das Silikon. Wie gesagt, wir wollen das Silikon ja nur einpressen hier und das hinterher nach 2-3 Tagen wieder rausholen als Dichtung. Gut. Jetzt heißt es immer warten. Jetzt nehme ich natürlich, ihr könnt da Silikon nehmen, was ihr wollt, aber ich finde das PCI, das kriegt man fast in jedem guten Baumarkt. Und das hat von der Konsistenz her, ist es dick genug für eine Dichtung, also für eine Konsistenz und ist nicht so flüssig wie andere Silikone.
Und ihr könnt auch gerne andere Silikon nehmen. Also ich nehme jetzt die PCI und fange an. Jetzt ist das Entscheidende, dass wir nicht zu viel Luft reinkriegen. Also wir fangen an einer Ecke einfach an und pressen den Silikon jetzt erstmal hier so drin. Das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Arbeit. Ich mache mal jetzt Zeitraffer. So ungefähr sollte das jetzt aussehen. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt nehmen wir das Spülmittel und machen das erstmal ordentlich an die Hände. Und jetzt nehmen wir uns den Spachtel, den wir hier schön einweichen lassen haben, und setzen ihn einfach jetzt rauf hier und drücken das Silikon noch richtig schön hier rein. Das muss wirklich akkurat reingedrückt werden. Macht gegebenenfalls, wenn ihr zu viel Material habt, das einfach ab. Durch das Spülmittel an den Händen könnt ihr natürlich das Silikon gleich nehmen und rein in den Eimer und dann weiter abgezogen. Und schön schräg halten den Spachtel dabei, damit ihr das Silikon noch schön einpresst. Das muss ja eigentlich überall in den Ritzen rein. So, so sollte das aussehen. Nehmen wir uns eine Cuttermesserklinge, machen die ruhig ein bisschen nass. Machen das hier auch jetzt alles richtig nass. Und ziehen nochmal sauber jetzt immer rum hier. So, zum Schluss nehmen wir einen Pinsel und glätten einfach nochmal alles ein bisschen. Und immer schön in Kreisbewegung, ja. Weil wir wollen ja, dass die Dichtung gut dicht ist. Mit Fingerspitzengefühl kriegt man sie glättet. Ich würde sagen, so lassen wir es erstmal. Und jetzt muss es wieder 3 Tage austrocknen. Einfach irgendwo so hinlegen. Schritt 2. Schritt 2 ist, ihr druckt euch erstmal die Trägerplatte aus. Weil da muss ja jetzt das Gewinde rennen. Das muss ja auch alles vorbereitet werden. Entweder die Gewindehülsen, die ich hier habe, zeige euch mal, wie die hier eingebaut wird. Da brauchen wir ein bisschen Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann schrauben wir einfach bloß hier schön Druck ausüben und dabei aber auch reinschrauben. Und die muss richtig versenkt werden. Ruhig ein bisschen tiefer, weil die wandert meistens nochmal raus. So sieht's aus. So werden jetzt alle eingesetzt. Dann kann man den Rand hier mit dem Messer abschneiden. So sollte das aussehen. Das muss natürlich mit jedem gemacht werden. Wenn man jetzt so eine Hülse nicht benutzen will, kann man immer noch mit normalen Muttern arbeiten. Dann brauchen wir noch eine lange Schraube, weil sonst wird es zu heiß. Die Schraube steckt man hier einfach durch, macht die Mutter hier ran. Hier müssen wir wahrscheinlich ein bisschen länger ziehen als 8. Heiß. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann schieben wir die einfach bloß hier so rein. Ist noch nicht heiß genug. Also noch länger. Jetzt schieben wir sie einfach rein, bis er bündig unten mit dem Rand ist. So, jetzt muss natürlich die Schraube noch ein bisschen ausgerichtet werden, dass es gerade ist. Und dann ist es schick.
dann haben wir auch ein Gewinde drin. Die Mutter muss aber definitiv in diesem Bereich bündig sitzen, weil hier nachher der Kleber kommt. Und dann kann man die Schraube rausdrehen und die nächsten Muttern einbauen. Ja? Also die beiden Varianten gibt es. Aber das ist ganz schön fummelig hier mit der normalen Mutter. Also ich finde die Hülsen besser. Wie gesagt, die Hülsen müsst ihr beim Einschrauben ein bisschen tiefer. Die kommen, die wandern wieder raus, weiß nicht warum. Und dann eben nochmal kurz danach nochmal nachdrehen und dann sind sie bündig. Der ganze Rahmen muss sowieso noch übergeschliffen werden. Also wenn sie ein bisschen rausstehen, ist nicht so schlimm. Das muss nochmal geglättet werden. Am besten mit einem großen Schleifer. Und dann haben wir den Rahmen auch fertig. Jetzt kommt das nächste. So, nachdem wir jetzt alle drin haben, ja, und glatt geschliffen haben, ist der Rahmen fertig, Einbau fertig. Jetzt brauchen wir nämlich, jetzt müssen wir die Schrauben vorbereiten. Dann wollen wir mal loslegen. So sollte es nachher aussehen. Die Schrauben sind im 6 und im 10er Kopf. Da, so habe ich auch diese Teile konstruiert, dass die dann hier reinpassen. Die werden jetzt aber hier eingeklebt, vorsichtshalber nochmal. Dazu brauchen wir natürlich jetzt irgendwas zum Gegenschrauben. Am besten macht sie dann eine Mutter. Oder man schraubt sie gleich hier dann nachher ein. Aber da ich mit Kontaktkleber arbeite und der gerne so rinläuft, kriegen wir da nachher nicht mehr gelöst. Also nehmen wir eine normale Mutter und eine Scheibe. So, dann nehmen wir Kontaktkleber und machen erstmal hier einfach Kontaktkleber überall hin. So, da kann man schon tatterig. Ich glaube, ich muss mal ein Bier trinken. Jetzt kommt die Schraube hier reingesteckt. Jetzt nehmen wir die Scheibe und nehmen eine Mutter und drehen alles um und ziehen jetzt die Schraube da rein. Brauchen wir natürlich einen 10er Schlüssel. So, dann sitzt sie richtig drin. Ja? Dann können wir die Mutter wieder lösen, bevor sie richtig festklebt. Ist schon passiert oder was? Und machen die Scheibe und die Mutter wieder ab. Und das machen wir jetzt mit jeder Schraube. Ich würde auch empfehlen, hier nochmal Kleber reinzumachen, damit wir das auch wirklich alles dicht bekommen. Nur viel hilft viel. Und können dann auch schon mal die Schraube hier fixieren. Und machen das mit alle anderen Schrauben. Oh. So, nachdem wir jetzt alle Schrauben fertig haben, muss der Kleber erstmal austrocknen. Lassen wir jetzt mal stehen, am besten den Tag stehen lassen. Und dann geht es weiter. Ich habe ja Gott sei Dank schon eine fertig. Also ich habe auch gemerkt, beim Einpressen mit dem Kleber, das zeige ich euch nochmal kurz, habe ich manchmal Probleme gehabt, die Schraube drin zu kriegen. Wenn sie hier nicht tief drin sitzt, wie hier, sitzt sie noch nicht richtig. Dann nehmt bitte noch eine Zange und schraubt sie wirklich. Ihr merkt da dann irgendwann einen Widerstand, einen richtigen schweren Widerstand. Dann hört er auf. Die muss versenkt sein, die Schraube, weil da muss oben noch Kleber drin, der zusätzlich hier oben alles nachher abdichtet. Das ist ganz wichtig. So, wenn ihr die Schrauben alle fertig habt, einen Tag später, habt ihr natürlich auch die Gummidichtung ausgedruckt aus TPU oder TPE. Und bitte nicht einfach mit Gewalt raufstecken, sondern einfach raufschrauben. Die sind so eng konstruiert, damit die am Gewinde auch noch abdichten. Also wirklich mit Druck und dann einfach raufschrauben. Bis Anschlag. Das geht schwer, aber das soll ja auch abdichten am Gewinde. Ihr könnt so eine Dichtung auch kaufen. Im Baumarkt gibt es auch so eine ähnliche Dichtung, die so knapp 2 cm Durchmesser haben und ein 5er Loch. Aber ich habe meine eben noch ein bisschen kleiner konstruiert mit dem Loch, deswegen ist es auch sehr schwer, die Dichtung darauf zu bekommen. Aber ich will auch garantieren, dass durch ein Gewinde kein Wasser in den Kasten reinkommt, weil die Gewinde ja im Kasten sind. Da sitzt die Dichtung auch dran. Hoffe, ihr seht es. Ihr seht natürlich auch meine dreckigen Finger, wa? Will ich euch ja nicht zeigen. Und dann haben wir hier die Schraube mit Dichtung fertig. Das macht er jetzt auch nochmal mit alle Schrauben drin. Und dann können wir eigentlich an das Montieren gehen, wenn die Dichtung da endlich irgendwann ausgetrocknet ist. Aber da muss ich jetzt leider auch selber noch ein bisschen warten, weil die Dichtung noch nicht fertig ist. Scheiße. Gut, ihr müsst ja nicht warten.
Für euch geht das jetzt lückenlos weiter. So, nach 2 Tagen ist das Silikon soweit fest, dass ich sage, okay, wir können weitermachen. Wir müssen jetzt erstmal die Löcher übernehmen, die sind in der Schablone schon drin. Dann nehme ich eigentlich einen Bohrer, der so in das Loch reinpasst hier. Ja. Akkuschrauber. Und dann machen wir noch eine Holzunterlage. Weil wir wollen ja nicht in den Tisch reinbohren. Und dann machen wir einfach mal die Löcher frei. So. Dann haben wir jetzt die Löcher. Und jetzt machen wir nochmal sauber im Wassereimer. Mal gucken, ob sie sich vielleicht schon lösen würde. Ja, die löst sich schon hier, wenn man so guckt. Kriegt man die Dichtung jetzt raus. Ja, sieht gut aus. Nicht zu doll machen, wartet wirklich 2-3 Tage, dass das Silikon noch durchgehärtet ist. Und dann haben wir die Dichtung schon mal so, wie wir es brauchen. Jetzt müssen wir natürlich hinten mal sauber machen, weil die wird ja dann auf den Kasten verklebt. Also, ich habe es abgekriegt mit Waschbenzin. Hier ganz gewöhnliche Waschbenzinreiniger halt genommen, damit habe ich es abgekriegt. Und ich merke noch, dass hier das Silikon noch nicht ausgehärtet ist. Eigentlich wäre es günstiger, aber ich werde das jetzt einfach mal zusammenschrauben und mal gucken, was passiert. Wir nehmen jetzt erstmal den Rahmen und den Deckel. Das kommt nachher hier so drauf. Und das kommt so drauf. Dann nehmen wir natürlich die Schrauben, die wir schon vorbereitet haben. Und fangen wir an, das Ding zu verschrauben. Und glaubt mir, ich habe schon alle Varianten durchprobiert mit Dichtungen. Das ist jetzt die letzte Hoffnung gewesen. So, wichtig ist jetzt beim Anschrauben, dass wir erstmal die mittleren machen, damit wir die Spannung von dem Deckel wegnehmen. Also wir fangen jetzt mal unten an und schrauben die mal handfest an. So, und jetzt müssen wir erstmal eine Dichtigkeitsprüfung machen, weil das ist unser Schwachpunkt. Einmal das Gewinde, die Dichtung und einmal die Dichtung, die hier am Kasten langläuft. Seht ihr auch, dass es sich zum Beispiel hier auch noch ein bisschen wölbt. Da müsst ihr noch ein bisschen nachhelfen hier in der Mitte. So, sieht aus. Und jetzt machen wir die Dichtigkeitsprüfung. Die ist ganz wichtig, damit wir garantieren, dass das Ding auch dicht ist. Und dazu nehme ich einen Eimer. Einmal mit Wasser. So habe ich sämtliche Dichtungen probiert, die ich konziert habe. Dann legen wir das Teil rein, das schwimmt ja. Sollte eigentlich schwimmen, wenn man nichts falsch gemacht hat. Und dann habe ich noch ein bisschen Gewichte. Die packen wir sachte rein, damit der Deckel dann schön knapp unter der Wasserlinie ist. Weil wir wollen ja gucken, ob die Dichtung auch dicht ist. Gut, jetzt ist der Wasserstand fast oberhalb, also schon fast über. Also wenn jetzt innerhalb von einem Tag hier kein Wasser reinkommt, dann haben wir so dicht, wie wir es eigentlich haben wollen. Ja, ich habe schon Dichtungen konstruiert mit einem Drucker, die nach den ersten 2-3 Stunden dicht waren und nachher auf den Abend gucke ich drin und sehe auf einmal Wasser drin. Also das mit der Silikondichtung, glaube ich, ist hier die beste Variante, die wir machen können. Macht zwar einen Haufen Dreck und Arbeit. Aber es geht. Ja. Dann können wir die Schablone wieder sauber machen und die nächste Dichtung bauen. Jetzt wissen wir ja, wie das geht. So, 1,5 Tage später. Ich habe gestern keine Zeit gehabt. Also bis jetzt sieht es gut aus. Jetzt nehmen wir alles mal raus.
und nicht Ablauf. Zack. Und zack. Und nochmal zack. So, und wie wir sehen, ist der Deckel wirklich trocken. Gut. Jetzt schraube ich es erstmal auseinander und gucke mal, ob ich es auseinander kriege. Nicht, dass das alles jetzt verklebt ist und ich kriege es nicht mehr auseinander. Wa? Gucken wir mal. Wassereimer weg. Ich habe auch schon mal die Schablone da sauber gemacht für die nächste Dichtung. Aber ich bin jetzt dabei, nochmal eine andere Dichtung zu tüfteln. Ihr hört den Drucker ja im Hintergrund. Und jetzt muss ich mir aber erstmal angucken, ob das so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Ja, wenn wir die Schrauben lösen, sollte normalerweise der Deckel abgehen. Wenn nicht, dann ist er natürlich jetzt verklebt und das ist natürlich von Arsch, wa? Gut. Gucken wir uns das mal an. Sieht gut aus. Doch, gefällt mir. Wenn man jetzt genau sieht, sieht man, wie das hier sich schön eingepresst hat. Und so wird die neue Dichtung. Also die wird jetzt das Teil, was wir hier drin haben, das ist bei der neuen Dichtung dann nicht mehr mit bei. Das bin ich jetzt gerade am Konstruieren und Ausprobieren. Aber ich kann schon mal sagen, mit dieser Dichtung funktioniert das. Und die ist auch verklebt jetzt. Die hält so wie sie soll. Gut, dann können wir jetzt nämlich den Einbaurahmen am Quad anbauen. Dazu brauchen wir Sikaflex. Ich habe jetzt hier die 221 in schwarz. Das hat sich bewährt. Dann brauchen wir nochmal 5 Scheiben. Weil wir ja den Rahmen nachher fixieren mit den Originalschrauben. Und die sollen ja nicht festkleben. Deswegen kommt dann eine Schutzscheibe nochmal drüber. Falls da jetzt Kleber rausquackert, dass das nicht alles an den Gummi hält hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Quad. Beim Einbau muss auf jeden Fall erstmal der Luftfilter raus. Und dann erstmal alles schön sauber machen mit Isopropanol, damit kein Fett, kein Öl, kein nichts dran ist, damit der Kleber nachher auch haftet. Und wirklich alles schön peinlich sauber machen, weil wir wollen ja, dass der Kleber nachher den Deckel auch hält. Ein bisschen fummelig ist es natürlich an der Unterkante. Also ich stoppe da hier das Tuch runter und dann komplett dazwischen. Und schiebt immer so lang. Dann machen wir nochmal innen drin den Steg sauber. Und dann lassen wir ein bisschen ablüften. Ihr könnt da auch Bremsen rein hier nehmen oder irgendwas, was keine Rückstände lässt. Das muss wirklich sauber sein. So, jetzt bereiten wir den Deckel vor. Dann werden wir jetzt erstmal den Sikaflex hier reinmachen. Und die Schrauben werden nachher von hinten, ich hoffe, dass das funktioniert, fixiert. Und damit wird der Rahmen dann angepresst an dem Original Luftfilterkasten. Das ist so konstruiert, dass es eigentlich passt. Mal gucken, ob es passt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich jetzt das Ding einklebe bei mir. Wir brauchen noch als Trennmittel ein bisschen Schmiermittel, Fett. Da tauchen wir die Schrauben einfach alle mal ein, damit der Kleber, der da entsteht, uns die Schrauben nicht verklebt. Ruhig ein bisschen mehr, zu wenig. Wir brauchen 5 Stück. Das war jedenfalls meine Berechnung. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich jetzt den Kasten da anschraube mit den Schrauben. Habt ein bisschen Mitleid mit mir. Ja. Das ist nur das Trennmittel, was wir brauchen. Da kommen natürlich die Scheiben da drauf. Saut eure Pfoten nicht so ein. Zack. Zack und nochmal zack und nochmal zack und nochmal zack. Gut, Hände abwischen. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Wir müssen jetzt den Sikaflex hier in der Fuge komplett auffüllen. Wenn ihr jetzt noch nicht voll rumgespielt habt mit den Rahmen, braucht ihr auch nicht säubern. Wenn ihr da irgendwie schon Dreck und Öl und so was drin habt, müsst ihr das natürlich auch noch schön sauber machen. Und dann pressen wir das Sikaflex da einfach. Ruhig ein bisschen rausgucken lassen. Also viel hilft viel. Macht nicht so viel da, wo die Löcher sind, weil das quackert nachher sowieso da drin. Aber ihr müsstet auf jeden Fall versuchen, richtig voll zu machen, damit das Material nachher auch richtig schön rausquackert. Vergesst bitte nicht, Einweghandschuhe zu haben. Weil wir müssen nachher den Sikaflex auch noch mal ein bisschen glatt
Streifen. So. Gut, dann nehmen wir jetzt mal wieder so einen Quad. So, dann müssen wir das Ding jetzt hier doch irgendwie rindrücken. Ohne Haufen Dreck zu machen. Erstmal nur ansetzen. Und das quackert schon gut raus. Jetzt sitzt er. Jetzt holen wir uns die Schrauben. Das ist der Grund, warum die auch so lang sind. Und schrauben die einfach von hier innen gegen. Jetzt seht ihr natürlich, wie das hier angepresst wird. Wa? Wie gesagt, das ist aber eine wichtige Arbeit hier, damit der Rahmen auch wirklich komplett richtig ansetzt hier. Denn. Wie gesagt, nur handfest anziehen. Ist ja nur, dass es ordentlich sitzt. So, fest. Jetzt natürlich mit dem Finger erstmal alles schön verschmieren, damit es schick aussieht. So, jetzt zeige ich euch gleich nochmal, was ich da eigentlich gemacht habe mit den Schrauben. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir müssen aber jetzt noch die anderen beiden Schrauben auch noch reinschrauben, sonst ist die Winde nachher nicht frei, weil da jetzt Kleber drin sitzt. Also auch nochmal einfetten. Und wirklich bis Anschlag rinschrauben. Ihr könntet jetzt schon schon den Deckel anschrauben, erstmal mit den beiden Schrauben. Das ist zwar noch nicht wasserdicht, aber ihr könntet dann weiterfahren. Aber bei mir kann das Quad ja ruhig jeden Tag, zwei Tage rumstehen. Deswegen mache ich das jetzt so. Dann zeige ich euch nochmal, dass der Luftfilter auch passt. Da hilft es oben mal, wenn man hier hinten ein bisschen Fett dran macht. Dann rutscht da hinten besser rein. Und ihr seht, dass der Luftfilter immer noch reinpasst. Ja? So, aber das ist ja jetzt egal. Ich will euch erstmal zeigen, wozu ich die Schrauben da drin geschraubt habe. Und wenn ihr jetzt genau schraubt, ist die Schraube hier am Rand fixiert durch die Scheibe. Und dadurch presst den Rahmen hinten ran. Das machen die oberen Schrauben auch hinten. Und das funktioniert natürlich hier nicht, weil wir hier so einen Steg haben. Und da kommen wir mit der Schraube nicht vorbei. Scheiße. Gut. Aber ich habe es euch gezeigt, ja. Also das ist ganz wichtig, dass die Schrauben hier wirklich angezogen werden hier. Und dass das dann richtig fest ist. Und das lassen wir jetzt mal einen Tag trocknen. Oder zwei. Weil an diesem Trägerrahmen hält nachher der ganze Deckel. Das sollte auch gut fest verpresst sein, wa? Gut. Also sehen wir uns gleich. Im nächsten Schnitt morgen wieder. So, jetzt müssen wir natürlich nach zwei Tagen die Schrauben alle wieder rausschrauben. Wa? Mal gucken, ob hier irgendwo Klebereste dran sind. Weil die würden natürlich stören jetzt bei der Dichtung. So, alle Schrauben dran, den Gummi noch runter wieder und Sitzbank drauf und dann sind wir soweit durch. So, die neue Dichtung habe ich nochmal konstruiert.
Das war ja vorher auch die ganze Dichtung. Jetzt haben wir nur noch da, wo wir eigentlich brauchen. Wir müssen das mal rausholen. Ihr seht, das ist schon lange noch her. Dann gucken wir mal, ob wir die rauskriegen. Das ist die neue Schablone. Ich habe auch gleich die Löcher einkonstruiert. Und dann sollte das hier so dann drauf passen. Das muss natürlich noch ordentlich verklebt werden. Würde ich empfehlen, mit Sikaflex die Dichtung aufzukleben. Und dann macht ihr denselben Effekt. Sieht nur schöner aus, ha? Mit dieser Dichtung. Ja. Gut. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Video. Und haut da rein.